Wir stehen hier vor der Zentrale der Eurohypo, der größten Immobilienbank Europas. Für die Eurohypo produzieren wir seit über 3 Jahren Events, Shows, Incentives, Tagungen. Die Show, die wir dieses Mal produzieren, heißt Eurohypo Elements. Die Inszenierung besteht aus 5 Teilen, aus den ersten 4 Teilen Wasser, Luft, Feuer, Erde und dem Finale. Eigentlich bedienen wir uns dabei nur einer jahrhundertealten Symbolik. Das Feuer steht für den menschlichen Willen und Mut. Das Wasser symbolisiert die Welt der Gefühle. Die Luft ist stellvertretend für Gedanken und Veränderung und die Erde verkörpert unser Naturbewusstsein. Die Entwicklung gipfelt in der Synthese der Bestandteile und dessen, was der Mensch daraus machen kann. Eine intelligente Sichtweise unter Einbeziehung der Elemente. Eine Sichtweise, die die Eurohypo für sich in Anspruch nimmt. Für die ersten 4 Teile haben wir Varieté-Künstler gecastet. Zum Thema Luft wird eine Vertikalseilkünstlerin auftreten. Hinzu kommt eine Feuerakrobatik und eine Trommlergruppe wird das Thema Erde interpretieren. Der Clou an der Inszenierung ist die Kombination aus Musik, Soundeffekten, Live-Darstellern und Videoprojektionen. Für diese Inszenierung schaffen wir einen Raum im Raum. Wir brauchen irgendeine leere Halle, irgendeinen Raum, in dem wir diese 9 Leinwände mit unseren 3 Bühnen aufbauen können. Und auf diesen Leinwänden läuft gleichzeitig dieses Videobild. Die Gäste sitzen inmitten dieser Inszenierung und werden dadurch besonders stark eingebunden. Das Finale ist für uns die größte Herausforderung. Immerhin geht es ja um das Thema Intelligenz. Und dazu habe ich aus einem klassischen Werk von Johann Sebastian Bach eine neue Fassung arrangiert und neue Teile dazu komponiert. Das Ganze beginnt mit einer klassischen Geige, die dann live dazu gespielt wird und wird später von einer Sängerin übernommen, die dann die Hauptstimme singen wird. Dazu habe ich einen Text geschrieben. Danach übernimmt die E-Gitarre ihren Teil und führt das Arrangement in einen sanften Rockbeat. Das Videobild auf den vielen Leinwänden ist dabei natürlich eine wichtige Komponente, um die Dramaturgie zu unterstützen. Wir befinden uns hier in der virtuellen Realität. Wir haben einzelne Buchrücken fotografiert, digitalisiert, die wir in After Effects eingebunden haben, ein bestimmtes Compositing-Programm. Diese fliegen durchs All, zuerst etwas chaotisch formiert, zu einer Art Bibliothek, die die menschliche Intelligenz darstellen soll. Und formen sich dann, wie hier schön zu sehen, zum Eurohypo-Logo. Ja, das ist schon recht aufregend, an so einem Projekt zu arbeiten, wo sich so zunehmend Video und Musik miteinander verweben. Nur, wir sind noch im Theoriestadium. Das heißt, wir werden sehen, ob das Ganze auch live funktioniert. Und lassen wir uns dazu mal überraschen. Jetzt sind wir bei der Eurohypo Elements Show an einem Filmstudio in Berlin-Spandau auf einer Insel. Und da drin ist jetzt seit 2 Tagen heftig gearbeitet worden. Jetzt gehen wir doch mal rein und schauen wir mal, wie es da drin aussieht jetzt. Ja? Hier ist ja gerade richtig schön beleuchtet. Man sieht, der Brandschutz ist da. Das Feuerwerk wird kontrolliert. Ich finde es wunderbar, hier dabei zu sein. Ich habe hier den Luxus, dass etwas komponiert wurde, was es so noch nie für Gesang gab. Man hat sich angelehnt an den lieben Herrn Bach und seine berühmte R. Und ich darf da was singen mit englischem Text. Und ich darf klassisch singen und rockig. Wir haben hier 3 separat angesteuerte Anlagen, 3 Bühnen, jeweils mit Stereo bestückt, werden über Digitalpulte einzeln angefahren. Interessant ist noch, dass wir hier keine klassische Bühnensituation haben, wo die Zuschauer vor einer Bühne sitzen, sondern es ist ein Rondell, wo eine Rundumbeschallung stattfindet, die Zuschauer halt gleichmäßig von allen Seiten beschallt. Ich bin hier die Geigensolistin und freue mich auf die Aufführung. Ich bin für die Laser zuständig und wir machen ein paar kleine Grafikprojektionen. Das macht einen unglaublichen Spaß, weil man einfach nur Gitarrensolo spielen muss und Bilder mit Tönen versehen muss. Vor allen Dingen ist es spannend, wenn man die Bilder vorher noch nicht gesehen hat und auf einmal die Bilder sieht und seine Töne sieht und denkt, oh, das könnte vielleicht sogar harmonieren. Wir sind jetzt 6 Stunden vor der Show. 18:30 Uhr geht's los, soweit alles ganz ruhig noch. Wir sind gut in der Vorbereitung. Und natürlich auch lange genug Zeit. Die Vorbereitung hat angefangen im Oktober. Jetzt schauen wir mal, was läuft. Kommt auch die Generalprobe. Technik steht soweit, Caterer, VT.
hier auf und kocht schon. Künstler sind da, gut geprobt. Wir sind guter Dinge, dass es funktioniert. Ich betreue heute das Catering und sorge dafür, dass die vier Elemente Wasser, Luft, Erde und Wasser in den Speisen erlebbar werden. Ja. Also heute dieses Menü ist speziell auf dieses, auf die Thematik abgestimmt. Wir haben uns die verschiedenen Elemente herausgenommen und versuchen dazu geeignete Speisen zu kreieren heute Abend. Die einzige Schwierigkeit ist, dass wir alles einfach schön koordinieren. Das heißt, dass wir halt die Teller rechtzeitig raustragen, die ganzen Tische rechtzeitig raustragen. Wir haben eine kleine Herausforderung, das ist zum Hauptgang. Haben wir kleine Gerichte, die auf Hotel angerichtet werden. Glaubt ihm gar nichts. Das schmeckt alles. 2 Stunden ist die Generalprobe. Dann haben wir nochmal 2 Stunden Häuschen und dann wollen wir sehen, ob das Ganze gut funktioniert. Zwei Floorspots da noch irgendwie dran machen und das so ein bisschen über den Tisch strahlen lassen. Wenn dann hier so ein bisschen Licht drauf haben, ist das perfekt. Ich habe die technische Leitung, das heißt alles, was Licht, Video, Grünung anbelangt. Das waren knapp 9 Tonnen, das weiß ich zufällig, Material, das wir hierher gefahren haben. Wir haben ungefähr 350 Quadratmeter Teppich gelegt. Hallo Markus, alles klar? Aber natürlich, wie immer. Ja, erzähl doch mal was. Ich weiß, du bist gerade überhaupt nicht eingespannt. Ich habe genau den richtigen Augenblick ausgesucht. Wenn ich nicht gerade esse, stehe ich hinter der Kamera. Wir befinden uns gerade in der Künstlergarderobe, wo wir Künstler sich aufhalten und uns auf die Show vorbereiten. Ich bereite hier einen pyrotechnischen Effekt vor, den ich aber jetzt natürlich nicht verraten werde, weil das soll ja heute Abend die Überraschung sein. Letzte Probe jetzt, bevor die Gäste kommen. Sehr spannend jetzt. Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem nächsten Element, dem Element Erde. Jetzt wird es mystisch. Kein Element ist uns näher als die Erde. Die 3 anderen, Feuer, Wasser und Luft, prägen das 4. Element.
Momente der Schwere von Sie, hier ist für Sie, wie ab. Und damit sind wir bei unserem nächsten Element, dem Feuer. Someone's posed his question out in space, somewhere.